Nun haben wir über die ganzen Herausforderungen gesprochen, über die Veränderungen, die nötig oder nicht nötig sind. Jetzt haben wir noch eine Frage. Welche Neuerungen gibt es in Ihrem Hause? Gibt es was Neues oder gibt es irgendwie, was Sie neu gemacht haben oder verändert haben? Können Sie uns dazu was sagen? Ich bin richtig froh darüber, dass wir jetzt vor 2 Wochen den Schalter umlegen konnten und für unsere Arbeitgeber und ihre Vermittler den kompletten digitalen Schriftwechsel für den Versicherungsnehmer aktiviert haben. Das geht genau in die Richtung, über die wir vorhin schon gesprochen haben, bei den Digitalisierungsprozessen. Wenn ein Arbeitgeber das möchte, kriegt er künftig sämtliche Dokumente von uns nur noch digital. Da braucht er auch keine Unterschrift zu leisten. Und der Vermittler kriegt natürlich die gleiche digitale Versorgung. Aber das ist echt ein riesengroßer Schritt weg von den riesigen Papierlieferungen, wenn da eine ganze Belegschaft mit Policen zu versorgen war, dass dann da die Paletten an Papier rausgeschickt worden sind. Das geht jetzt komplett digital bei uns. Das heißt, er kriegt alle Verträge digital? Genau. Sie drucken nichts mehr aus, Police auch digital? Genau. Okay. Und dafür haben wir unser eigenes Portal, ein Stuttgarter Betriebsrentenmanager. Und wenn es einen Vermittler gibt, der ein eigenes BAV-Verwaltungsprogramm nutzt, ist das auch kein Problem. Wir verwenden da die Standardschnittstelle BIPRO, sodass auch da jederzeit möglich ist, dass der Vermittler sein eigenes Beratungsportal nutzt und eben nicht nur die Stuttgarter Verträge, die ja hoffentlich in der Mehrzahl sind, sondern eben auch die Fremdverträge damit anzeigen lassen zu können. Das heißt, was auch wichtig ist für den Arbeitgeber, dass er die komplette Versorgung der Mitgliedschaft sieht. Also bei uns, wie gesagt, auch natürlich das Thema Höchstrechnungszinsanpassung, Gestaltung, Tarife. Wir haben aber auch im vorletzten Jahr begonnen, durch den Zukauf bzw. die Neugründung der Versicherungskammer Betriebliche Vorsorge aus der ehemaligen VIA heraus eine stärkere Fokussierung in Richtung unserer Vertriebswege, klassischerweise Sparkassen, Agenturvertrieb, vorzunehmen und sind dabei, das stärker auszurollen, eben mit der Möglichkeit, die Arbeitgeberberatung nochmal hier entsprechend zu verstärken, aber auch strukturierte Arbeitnehmerberatung für die Vertriebspartner mit anzubieten, dass eben genau diese persönlichen Beratungsprozesse dort mit eingekleidet werden. Und was wir ganz, ganz stark spielen, auch schon angedeutet in Richtung Arbeitgeberberatung, ist eine Verknüpfung von der BAV mit sonstigen Vorsorgethemen, Stichwort betriebliche Krankenversicherung, Stichwort Zeitwertkonten, dass man ein holistisches Angebot an unsere Arbeitgeber machen kann, wo man eben sagt, hier haben sie die Möglichkeit, auch tatsächlich demografiefeste Personalpolitik zu betreiben. Wir haben uns auf 3 Themen konzentriert im letzten Jahr. Das eine ist das Zusammenführen von BAV und BKV-Lösungen, also sozusagen integrierte Lösungen auch anbieten zu können, einheitliche Versorgungsordnungen, Sozialrichtlinien und so weiter, dass man das wirklich gut aufeinander abgestimmt hat, als Instrument zum Mitarbeiterfinden binden. Das war sozusagen ein großes Thema. Ein zweites großes Thema waren Verbesserungen im Servicebereich, auch Digitalisierungsthemen in diesem Zusammenhang, aber insbesondere auch Themen, die damit zu tun haben, dass der Vermittler nicht so lange auf sein Zeug warten muss und irgendwie, dass wir irgendwie keine Rückstände haben und auch uns resilient zeigen gegen irgendwie, naja, mehr Geschäft und irgendwie größere Volumina, um da möglichst in keine Bredouillen zu kommen und einfach auch sehr, sehr kurze Bearbeitungszeiten zu haben. Also da haben wir sehr, sehr viel gemacht, auch an Schulungen für Mitarbeiter und so weiter. Und das dritte große Feld ist, wir haben, jetzt kann man sagen, das war irgendwie Fehlplanung, aber letztlich ist es nicht so schlimm. Zum 1.7. bringen wir eine neue Tarifgeneration für die BAV auf den Markt, die wir dann natürlich zum 1.1. nochmal anpassen mit dem Rechnungszins. Ist so. Ein Teil hatte ich vorhin schon erwähnt, der da drin ist, nämlich irgendwie sich Gedanken zu machen, wie man erhöhte Startrenten auch rechtssicher möglichst hinkriegen kann, um das Problem, das wir vorhin diskutiert haben, zu lösen. Nämlich irgendwie, dass diese Startrenten so mickrig aussehen. Dass sie ein bisschen schöner aussehen. Ja, nicht nur aussehen, sondern auch tatsächlich sind. Ne? Also irgendwie ist das jetzt nicht nur Window Dressing. Das zweite Thema ist, dass wir irgendwie unsere Produkte aufteilen in Komfortprodukte und sehr individualisierbare, auch im Zeitablauf gestaltbare Produkte, wo man jetzt auch
unsere sehr renditenstarken Genius-Produkte in den Garantieverläufen beeinflussen kann. Also ich kann mich entscheiden, nächstes Jahr irgendwie dann zum Beispiel zu sagen, ich habe zwar den Vertrag jetzt mit 90% abgeschlossen, jetzt will ich aber 70 haben und dann will ich morgen wieder 80 haben. Das alles kann ich machen. Das heißt, die Garantie können Sie verändern? Der Mitarbeiter kann die Garantie verändern über den Zeitablauf, kann somit sein Produkt extrem gut auf seine Lebensbedürfnisse einstellen und irgendwie Lebensphasen entsprechend gestalten. Das ist sozusagen die eine Produktlinie und dann gibt es noch sozusagen die Komfortlinie, wo sozusagen der Versicherer viel für ihn übernimmt. Insbesondere in großen Belegschaften ist das immer gern genommen. Also, aber es gibt irgendwie sozusagen beides. Der Kunde wählt aus, was er da haben möchte. Und diese Vielfalt auch unter Flexibilitätsgesichtspunkten, jedem das Richtige geben zu können, ist, glaube ich, etwas, wovon wir uns sehr viel versprechen. Ja, vielen Dank. Also in der Tat, wir haben ein großes Päckchen zum Januar an den Start gebracht. Deswegen fällt es mir gar nicht so leicht zu sagen, was wir jetzt zukünftig noch bringen, weil wir erstmal das wirklich live bringen müssen. In der Tat sind wir jetzt sehr gut positioniert in unserem Dreiklang, den wir ja für uns selber definiert haben mit Produkt, Prozess und Service. Und deshalb wollen wir uns im zweiten Halbjahr wesentlich darauf konzentrieren, was wir für den Vermittler ganz konkret tun können, um ihm den Zugang zur Arbeit zu erleichtern, die Abschlussfrequenz vor Ort zu erhöhen. Das ist so unser Kernthema, was wir im zweiten Halbjahr macht. Und da können auch alle ganz gespannt sein, was wir da Tolles liefern für den Vermittler. Ich glaube, da gehen wir ganz neue Wege. Und parallel dazu arbeiten wir natürlich an dem Rechnungszinsprojekt. Selbstverständlich werden wir zum Januar ein passendes rechnungszinsangepasstes Produkt haben. Wir sind aber eben auch in der Überlegung, beziehungsweise wir sind schon weiter. Wir wollen eigentlich ab Juli garantieren, dass wir Rechnungszinschargen mit 0,25 nächstes Jahr einfach in einen Rechnungszins 1,0 umtauschen, auch in der betrieblichen Altersversorgung. Da wollen wir jetzt auch nicht eine Frist einbauen, dass wir sagen, das geht jetzt nur für Neuabschlüsse ab 1. Juli. Das machen wir. Alles, was in 24 gelaufen ist, tauschen wir dann, wenn es gewünscht ist, einfach um. Und da arbeiten wir jetzt eben noch an der ganz konkreten Abwicklungsform. Aber dass wir das machen, das steht heute schon sicher. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema betriebliche Altersvorsorge bekommt ein neues Gesicht. Beraten, abwickeln und verwalten.